Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Ich habe für euch auf der Firing Range eine Art Trainingsparcours zusammengestellt, mit der ihr nahezu jede Waffe meistern könnt. Hier geht es heute fast ausschließlich um die Automatikwaffen, denn die sind teilweise sehr, sehr schwierig zu kontrollieren. Gerade für die Anfänger ist natürlich auch ein Guide für Fortgeschrittene, die regelmäßig an ihrem Aim feilen wollen, extrem effektiv. Es wird noch einen fortgeschrittenen Guide geben, wo es verschiedene, ich sage mal, Techniken gibt wie Slideshots, Jumpshots, Flickshots und so weiter. Das wird aber ein extra Video für die Fortgeschrittenen eher. Hier soll es wirklich erstmal um die Rückstoßkontrolle gehen. Der Schlüssel zum Erfolg ist natürlich nicht in 10 Minuten mal eben hier so ein bisschen üben. Man sollte es regelmäßig vielleicht für 10 bis 15 Minuten üben, dann bleibt das hängen und dann kann ich euch garantieren, werdet ihr definitiv besser. Auch mir hilft es extrem für zum Beispiel Waffen wie die R99, die ich wirklich nicht so gut beherrsche, ist das ein extrem effektives Training. Das soweit zu meinem Drumrum-Gequatsche. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt schon mal ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr rund um Apex Legends Tipps und Tricks, News, Livestreams und so weiter nichts verpassen wollt, auch in eigener Sache an die ca. 40%, die mich regelmäßig schauen, aber noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mich damit extrem unterstützen. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Ich habe mir jetzt die R99 rausgesucht, weil es meine Waffe ist, mit der ich gerne umgehen wollen würde, es aber einfach nicht so gut kann. Wie genau soll das Training stattfinden? Ihr habt auf der Firing Range viele solcher Plattformen, die als Orientierung dienen. Ihr habt die Dummies, ihr rüstet die Waffe aus, aber nicht mit dem perfekten Aufsetzen. Und das ist auch ganz wichtig. Und hier könnt ihr variieren. Ihr findet die Waffe nun mal zum Start einer Runde oder allgemein im Laufe einer Runde nun mal nicht immer perfekt ausgerüstet. Deswegen sollte man mit der Waffe auch umgehen können, ohne ein Visier, ohne vielleicht ein erweitertes Magazin und so weiter. Aber hier variieren, mal ohne, mal perfekt ausgerüstet und so weiter. Mit dem Visier variieren. Dann geht ihr auf die Firing Range und geht hier auf die allererste Plattform, die uns für das regelmäßige Training zur Orientierung dienen sollen. Wie genau fängt die erste Variation? Ich habe mehrere Variationen für das Training. Die erste Variation ist einfach, ihr stellt euch auf die erste Plattform und schießt den Dummy tot mit nur einem Magazin, ohne nachzuladen. Und das würde ich euch empfehlen, macht ihr dreimal hintereinander, ohne fehlzuschlagen. Einfach damit die Distanz hängen bleibt und damit das super funktioniert. Kurios, ich beherrsche das Aim gerade, das erinnert mich selber ein bisschen. Und wenn ihr das dreimal hintereinander geschafft habt, geht ihr einfach eine Plattform weiter und macht das erneut dreimal. Oh, jetzt habt ihr gesehen, ist mein Aim schon absolut heftig ausgebrochen. Ihr seht, die 99 ist einfach nicht meine Waffe. Wenn manchmal ein Headshot dabei ist, dann läuft es halt. Boah, das war wieder sehr, sehr knapp. Das soll auch nur symbolisch sein. Ich zeige euch jetzt hier nicht, wie das perfekt funktionieren soll. Habt ihr das auf jeden Fall auf der zweiten Plattform auch dreimal gemeistert, hintereinander, ohne zu versagen, am besten einfach als Challenge an euch selber. Geht ihr wieder eine Plattform zurück und macht das Ganze nochmal, dreimal, bis ihr das geschafft habt. Und ihr könnt natürlich auch variieren. Ich würde jetzt einfach diese drei Plattformen als Orientierung nehmen. Wenn euch diese Distanz nicht reicht, weil ihr so gut seid, variiert damit, hier gibt es genug Orientierungspunkte, wie zum Beispiel noch der Sand. Versucht das von mir aus hier nochmal. Oh, Überraschung, es hat funktioniert. Und jetzt eine zweite Variation, die ich auch sehr, sehr geil finde, als Challenge an euch selbst. Ich habe es schon ein paar Mal probiert vor dem Video. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ihr nehmt die erste Plattform, schießt den Dummy down, geht sofort auf die zweite, schießt den wieder down. Perfektes Beispiel, ihr habt es nicht geschafft, geht wieder eine Plattform vor und das macht ihr so lange, bis ihr auf jeder Plattform einmal den Dummy tötet, ohne zu versagen. Hier einfach nochmal symbolisch Nummer 1. Boah, Alter, bin ich schlecht. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich das geschafft habe und dann sind wir hier auf der dritten und wenn wir das geschafft haben, egal, ihr wisst, was ich meine. Putzt mich dafür nicht runter, dass es gerade einfach nicht klappt. Das soll einfach symbolisch sein. Das auf jeden Fall als eine Variante. Und ich rate euch auch, und das machen viele Pro-Gamer, startet nicht gleich eine Runde, wenn ihr eure PlayStation anschmeißt und springt sofort in die Runde. Und das ist nämlich auch mein Problem. Meine eigene Faulheit zwingt mich dazu, bestimmte Waffen einfach nicht zu beherrschen, weil ich sofort PlayStation an, los in die erste Lobby, starten, nicht aufwärmen. Viele Pro-Gamer, das als Tipp nebenbei noch.
starten erstmal eine 10-20 Minuten Session auf der Firing Range, um sich einfach warm zu machen. Jetzt noch eine dritte Variante, die sehr effektiv ist, einfach auch für die Abwechslung und dass ihr euch selber beweist, dass ich nach einem Waffenwechsel immer noch on point bin, weil ich bei einer anderen Waffe ja sofort einen anderen Rückstoß habe. Ihr wählt wieder die Waffe eurer Wahl, mit der ihr euch stark verbessern wollt und am besten noch eine Zweitwaffe, mit der ihr besser umgehen könnt für die Variation. Ansonsten unterscheidet sich die Art jetzt nicht groß. Ihr geht jetzt hier drauf, wieder auf die erste Plattform, tötet den Dummy, ladet nach. Dann nehmt ihr die Zweitwaffe, plättet den Dummy einfach, damit ihr ein bisschen Abwechslung reinkriegt und euch selber auch beweist, hey, ich kann nach einem Waffenwechsel sofort umswitchen. Und dann variiert ihr wieder, entweder plättet ihr mit jeder Waffe dreimal, insgesamt 6 Dummies, oder ihr wechselt sofort, nachdem ihr die Dummies mit 2 Waffen getötet habt, auf die nächste Plattform. Und dann macht ihr das Ganze einfach nochmal, war klar, mit der 99 versage ich wieder. Ihr seht, die R99 ist bei mir extrem verbesserungswürdig und dann wechselt ihr einfach auf die nächste Waffe und macht das dann nochmal. Ich spare mir jetzt die dritte für die Peinlichkeit. Eine wichtige Technik, die man auch regelmäßig üben sollte, ist das Hüftfeuer. Schießen aus der Hüfte. Gerade im Nahkampf ist es euch nicht möglich, wenn ihr so anvisiert und der Gegner bewegt sich von euch weg, umläuft euch. Ihr könnt gar nicht anvisiert so schnell euch drehen. Natürlich PC-Spieler mit der Maus, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber gerade für Leute, die mit dem Controller spielen, wenn ihr aus der Hüfte schießt, könnt ihr euch doch viel, viel schneller bewegen und so den Gegner besser im Visier halten. Deswegen trainiert auch das. Ich würde aber ganz ehrlich, diese Entfernung würde ich hier Hipfire schon kaum noch empfehlen, weil das geht mit den Waffen, keine Frage, ist aber echt sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich euch empfehlen, so eine Distanz hier ist absolut kein Problem. Ich würde sogar aus dieser Distanz mir das Anvisieren komplett sparen, weil der Gegner bleibt dumm mal nicht stehen. Fürs Training hier geht es einfach nur um die Rückstoßkontrolle. Ihr plättet den Gegner wieder, wechselt dann die Waffe. Zack. Sehr schön. Dann geht ihr aber einfach ein paar Schritte zurück. Nur ein paar. Einfach um die Distanz ein bisschen zu üben. Wechselt wieder die Waffe. Und ich sag mal so, bis maximal zur ersten Plattform macht das noch Sinn. Alles andere ist dann schon echt schwierig. Ihr seht, da lande ich dann schon deutlich schlechter. Die Schüsse, das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und nochmal betont, in meinem fortgeschrittenen Video, auch fürs Hipfire, gehe ich dann auf Strafing ein, Jumpshots und so weiter, um das ein bisschen zu erklären, wie das genau funktioniert, beziehungsweise wie man da das trainieren sollte. Ein letztes interessantes Training ist das Zielscheibentraining. Ihr habt von mir aus wieder 2 Waffen. Auch hier könnt ihr wieder die Plattform als Orientierung nutzen. Wieder eure eigenen Challenges machen. Von mir aus schauen, dass ihr von hier aus, von hier und hier jeweils immer alle Kugeln trefft. Also Sinn der Sache soll es sein, ihr rüstet die Waffe so aus, dass ihr ein lila Magazin am besten habt und schaut, dass ihr alle Schüsse in eine Zielscheibe bringt. Um das genau zu sehen, ob ihr wirklich alle Schüsse trefft, schaut, dass ihr den Schadenswert auf Kombinieren habt. Also, dass die Zahlen kombiniert werden. 20 plus 20 gleich 40. Ihr wisst, was ich meine. Ihr geht auf die Einstellung. Wer nicht, was ich meine, ich habe es hier auf Englisch. Ihr geht einfach auf das Gameplay. Die vierte Einstellungsvariante. Und hier auf den zweiten Reiter. Und hier werden die Schadenswerte dann kombiniert. Es gibt noch Schadenswerte, wo jeder einzelne Hit nur als Zahl gezeigt wird. Was aber hier für die Selbstkontrolle einfach bescheiden ist. Erste Plattform. Was ist jetzt los? Ich war zu lange in der Firing Range. Vielen Dank. Okay, also ich frage mich tatsächlich, warum es einen Timer in der Firing Range gibt, dass man da wieder rausfliegt. Also ich wusste es, aber dass ich jetzt so lange drin war, war mir nicht bewusst. Also das Zielscheibentraining, ihr kombiniert die Schadenswerte und kontrolliert euch einfach mal selber. Geht wieder auf die erste Plattform, nehmt die erste Waffe und dann ballert ihr komplett. Da war ein Fehlschuss dabei, weiß ich schon, da müsste eine 570 stehen. Der erste Schuss hat wahrscheinlich nicht gesessen. Und dann macht ihr das von mir aus auch wieder, dreimal hintereinander, wechselt dann die Waffe. Ich habe gar kein Visier drauf. 297 ist das Maximale mit der 99. Und dann wechselt ihr ganz, ganz gerne wieder hier. Man könnte jetzt denken, Mensch, auf die Zielscheiben ist ja total easy. Ich wähle das aber bewusst nach dem Dummy-Training, weil ihr seht ja hier noch ein bewegtes Ziel. Und hier ist es wirklich die Kunst. Also vorab bei den Zielscheiben, hier könnt ihr euch wieder verschiedene Challenges für euch selber überlegen. Ihr variiert hier wieder mit den Plattformen, wechselt die Waffen oder trainiert eben wieder nur eine Waffe. Und
wirklich die zweite Variation, das bewegte Ziel. Und hier seht ihr dann, dass es sich lohnt, das vielleicht nach dem Dummy-Training zu machen. Das bewegte Ziel ist schon mal eine ganz andere Nummer. Und auch hier ist bei mir extremes verbesserungswürdig mein Aim auf das bewegte Ziel. So, wir fangen mal an. Jetzt bewegt sich das Ding. Ich bin mir sicher, oh, 570 hat geklappt. Was für ein Zufall, mit der 99 wird es ganz anders aussehen. Wir warten mal, bis die ein bisschen zurückkommt. Und dann fangen wir hier dieselbe Geschichte nochmal von vorne an. Hier hat, glaube ich, nur ein Hit gefehlt. Genau. Aber ihr seht, auf das bewegte Ziel ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn ihr dann wieder mit den Distanzen ein bisschen variiert, ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und hier ist es vielleicht sehr, sehr effektiv. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein Training am besten für vollautomatische Waffen. Und hier könnte man einfach einsteigen und sagen, ich nehme einfach mal eine Einzelschusswaffe wie die G7 zum Beispiel. Weil es macht hier keinen Sinn, euch zu zeigen, wie schön man hier mit der G7 auf den Dummy trifft. Hier braucht man groß keine Rückstoßkontrolle. Deswegen geht es hier um die automatischen. Aber auf die bewegten Ziele ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Es ist zwar nicht so schwer wie mit einem vollautomatischen, aber hier kann man einfach mal anfangen, auch eine Burstwaffe wie die Prowler oder die Hemlock zu benutzen. Oder eben auf die kleineren Bewegungen, dann die G7, die ich sehr, sehr gerne spiele. Das ist eigentlich so im Groben ein absolut, was heißt im Groben, eigentlich relativ detailliert ein absolut effektives Trainingsmodell, um euer Aim perfekt zu trainieren. Ich bitte euch nochmal darum, spart euch hoffentlich einfach die Kommentare. Ich weiß, ich habe auch nicht immer das beste Aim, aber man kann die Tipps ja trotzdem geben. So ist es ja nun nicht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr dem Trainingsvideo einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid. Es wird, wie gesagt, noch ein zweites Video geben für Fortgeschrittene, wo das Movement einfach mit einbezogen wird, was man dann noch variieren kann. Zum Beispiel einfach einen anderen Winkel von hier gleich auf den nächsten Gegner wechseln und dann zum nächsten und so weiter und so fort. So, das als grobe Vorstellung. Das war es jetzt von mir. Schönen Tag noch gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.